Hi! So, übernächste Woche habe ich eine deutsche Prüfung. Ich will mein Deutsch üben. Ich habe keine Lust auf Englisch zu reden. Und deswegen mache ich dieses Video auf Deutsch. Ich mache aber natürlich englische Untertitel. Aber ich glaube, es wird cool sein, weil ich bin seit 3,5 Jahren in Deutschland. Und ich bin sehr stolz mit, wie gut mein Deutsch ist. Aber ich weiß trotzdem, dass ich sehr viele Fehler mache. Und auch, ich habe einen sehr starken Akzent. Und ich glaube, es wird cool sein, in ein paar Jahren diesen Video anzuschauen und zu gucken, ob mein Deutsch noch besser ist und vielleicht über meine Fehler ein bisschen zu lachen. So, ja. Willkommen zum Video. Ich versuche gerade, mein Zimmer zu räumen und alles, was ich nicht so oft nutze, versuche ich entweder zu verkaufen oder wegzuschmeißen. Und ich zeige euch, ganz unten, unter meinem Erdbeerkostüm, habe ich meinen alten Laptop gefunden. Diesen Laptop ist sehr, sehr, sehr alt. Ich würde gerne wissen, was da drauf ist. Dieses Laptop ist einfach so schwer. Das hier ist der Laptop, was ich jetzt nutze. Es ist noch ein bisschen schwer, aber nicht so wie das. Oh mein Gott. Guckt das Unterschied an. Oh mein Gott. So sieht's aus. Ah. Wow. Das habe ich seit Länger nicht gesehen. Komm schon. Du schaffst es. Oh mein Gott. Yes and yes. Erstens, Bilder müssen wir angucken. Das war ein Fotoshoot, was ich mit einer meiner besten Freunde gemacht habe. Also dieses T-Shirt, es kommt von einer bestimmten Marke. Und wenn man coole Bilder mit deren Kleidung macht, dann kann man es zu diesen Marke schicken. Und dann vielleicht wird diesen Marke mein Foto auf deren Instagram-Konto posten. Und keine Ahnung, das wäre cool. Aber haben die nicht gemacht. Manche Bilder von diesem Fotoshoot sind wirklich schön. Aber natürlich gibt es auch ein paar peinliche Bilder dabei. Und jetzt habe ich ein Video von, wie man ein Netz macht. Aber sehr schlechte Qualität ist es. Ich wollte damals so sehr eine YouTuberin werden. Aber ich wusste nicht, wie man ein Video bearbeitet und ich hatte keine richtige Kamera. Also doch, schon hatte ich eine Kamera, aber eine dieser ganz alten, was eine Oma nutzen würde. So auf YouTube, wenn man auf deinen Kanal geht, man sieht dein Profilbild und dann dein Coverbild im Großen. Und ich habe, als ich jung war, eins versucht zu machen und ich habe nie sowas so cringy in meinem Leben gesehen. Nach diesem Foto kommt sofort dieses. Also ich wollte ein Profilbild haben mit einer weihnachtlichen Stimmung und deswegen habe ich dieses Bild gemacht. Aber ob es wirklich das beste Bild ist, weiß keiner. Dieses Kleid habe ich gemacht und ich war sehr, sehr stolz drauf. Es war schwierig zu machen. Es hat so lange gedauert und irgendwie schade, weil keiner wird das tragen. Aber trotzdem bin ich stolz, dass ich es gemacht habe. Oh, ich und mein Bruder. Vielleicht doch nicht so süß. Ich habe jetzt ein paar Bilder gefunden, die eigentlich gute Qualität sind. Ich habe immer nach einer Kamera gefragt und am Ende habe ich ein gebrauchtes bekommen. Aber leider konnte es kein Videos machen, nur Bilder. Dieses Bild erinnert mich an meine Kindheit, weil mein Vater wohnt in einem Dorf und ich musste durch ein paar Felder mit Fahrrad fahren, um zur Schule zu gehen. Und manchmal gab einfach Blumen ohne Ende und es sah immer so schön aus. Oh mein Gott, so obwohl ich keine Fotos mehr gefunden habe, ich habe ein paar Videos gefunden und oh mein Gott, cringe. Also ich und eine meiner Freundinnen, wir wollten ein Video machen. Eine meiner ersten Videos, Truth or Dare, habe ich mit ihr gefilmt. Ich habe jetzt ein anderes Video gefunden. Es ist noch nicht bearbeitet. Also ich weiß nicht, ob es möglich ist, ein fertiges Video rauszubekommen. Aber ich versuche es. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. I hate Christmas. Merry Christmas. I hate Christmas. Fine, be a Scrooge on Christmas, but I'm enjoying myself. Don't you think you're taking this a bit too far? Well, maybe, but don't you enjoy the time with your family? Presents, Christmas dinner, mistletoe. I don't celebrate Christmas now, and I never will. Why can't you just enjoy Christmas? What if I don't want to? Don't be ridiculous. Oh. But really guys, you shouldn't force anyone to do anything they don't want to do. Here's how it should have gone down. Why can't you just enjoy Christmas?
I don't celebrate it. Oh, okay. Well, I hope you have a great holiday anyway. Thank you so much. Have a hug. So, es ist etwas später und ich habe versucht, die Bilder und Videos von meinem alten Laptop zu meinem neuen zu kopieren. Und ich müsste eine Speicherkarte nutzen. Und kein Witz, auf diesen Speicherkarte habe ich diesen Videos gefunden. Hallo, ich bin im Studio. Wie ist das Wetter in Berlin? Wirklich Schicksal. Also ich filme ein Video auf Deutsch über meine alten Videos und dann finde ich ein altes Video auf Deutsch. Wirklich Schicksal. So, hier endet mein Video auf Deutsch. Obwohl ich in dieses Video alles gesagt habe, was ich sagen wollte, ich mache mir trotzdem Sorgen wegen meiner Prüfung, weil Alltagssprache kann ich. Aber zum Beispiel Vokabular über Wissenschaft oder Politik oder keine Ahnung was, kenne ich nicht so gut. Für die Leute, die Interesse haben über wie ich Deutsch lerne, erstens, ich wohne in Deutschland und das macht einen riesigen Unterschied, weil ich es immer höre. Meine Mitbewohnerin ist Deutsch, meine Kollegen sind alle Deutsch und ich rede eigentlich kaum Englisch mit Leuten, die in Deutschland wohnen. Also, als ich hier gezogen war, hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde mir einen Job oder ich fange an mit einem deutschen Kurs. Ich habe entschieden, einen Job zu finden, weil ich dachte, wenn ich einen deutschen Kurs mache, denn meine ganzen neuen Freunde, die in diesem Kurs sind, können alle kein Deutsch. Die sind alle Ausländer. Ich würde lieber Deutsch von deutschen Leuten lernen. Und deswegen fand ich es eine bessere Option, einen Job zu bekommen. Ich lerne am meisten meine Grammatik durch Duolingo. Beim Deutschlernen ist es einfach sehr gut. Es gibt immer Tipps, wo die erklären genau, wieso die Regeln sind, wie die sind. Und ich finde das so nützlich. Beim Vokabular, ich lese Kinderbücher. Und jedes Wort, die ich nicht kenne, ich mache Flashcards und ich lerne jedes Wort einzeln. Sowas würde ich nur empfehlen, wenn du sehr viele Vokabeln schon kennst. Also ich lese eine Seite von meinem Buch und vielleicht muss ich nur 2, 3 Worte davon übersetzen. Das finde ich nützlich, weil 3 Worte pro Seite schaffe ich. Wenn das Buch zu schwer ist oder dein Vokabular noch nicht so groß ist, dann würde ich das vielleicht nicht empfehlen, weil es so lange dauert. Und dann würde ich auch sagen, einfach versuch so viel von den Sprachen zu hören wie möglich. Also Podcasts, Lieder, Serien, Audiobücher. Also für Leute, die Deutsch lernen, dieses Podcast mag ich. Die Podcast-Oma. Ich finde es perfekt, weil die reden langsam und deutlich. Und auch die Themen sind sehr interessant. Sowas höre ich gerne. Beim Serien Dark mag ich. Ich habe immer gesagt, wenn man die ersten paar Staffeln von Stranger Things mag, würden die auch Dark mögen. Aber eigentlich, auch wenn es eine englische oder amerikanische Serie ist, versuche ich trotzdem auf Deutsch zu gucken. Mit Deutsch-Untertitel. Kein Englisch-Untertitel. Und das Grund ist, wenn du auf eine fremde Sprache hörst, aber mit englischem Untertitel, dann würdest du nur lesen und nicht auf die Sprache konzentrieren. Und dann, falls es gibt etwas, was du nicht sofort verstehst, beim Hören kannst du auch sehen, wie es geschrieben ist. Das finde ich sehr nützlich. So, das ist nur wie ich Deutsch lerne, aber im Endeffekt ist es egal, was man macht. Egal, ob es Lesen ist, Reden, Hören, Schreiben, Hauptsache irgendwas. Alles ist besser als nichts. Und ja, viel Glück beim Sprachenlernen. Anyway, I'm Jess. Bye!